Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einer Runde Bed Wars 8x1 auf der Map Caravan. Ja, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video schon gesagt habe, aber es haben ganz viele gefragt, ob sie mich irgendwie erreichen könnten. PS, nein, ich gebe nicht meine Handynummer natürlich. Warum sollte ich meine Handynummer rausgeben? Und zwar wäre es möglich, mich über Skype zu kontaktieren. Und zwar ganz einfach auf Skype suchen, KottiXT, und dann müsstest du mich eigentlich finden. Wenn nicht, hast du irgendwas falsch gemacht. Ja. Bauen wir uns erstmal zu unserem Nachbarn. Ich bin gerade etwas uneingewärmt in One-Click-Igeln. Aber ich habe es dafür durchgezogen. Ja, unlegit. Lol. Target. Das nenne ich mal richtig nice, ein Target von der Seite. Aber richtig geil. Junge, es ist wirklich so. Ich werde mittlerweile in Runden teilweise erkannt. Ich werde erkannt von YouTube. Hier mal ein kleines Beispielvideo. Yo, GG. Ich werde wirklich von YouTube erkannt. Und dann werde ich getargetet. Ich weiß nicht, ob das bei dem Dude da drüben auch so der Fall ist, aber bitte. Es ist jetzt schon das dritte Mal, auch wenn es nicht viel ist, aber ich wurde zum dritten Mal erkannt. Nö, das gibt kein GG. Wir haben mich wieder versucht. Spawn Trap. Wie arm es ist. Wir haben mich einfach immer versucht zu targeten. Ja, wir haben mich einfach immer versucht zu targeten, ihr hässlichen Hurensöhne. Ja, ist es euer Ernst? Ist nicht sein Ernst, oder? Dass er mich jetzt nicht bekommen hat, Alter. Es ist echt arm. Es ist richtig arm, dass er mich jetzt nicht bekommen hat. Und das sage ich jetzt einfach mal so. Und dieser Target von der Seite, er geht mir jetzt schon wieder auf die Eier. So. Nee, Alter. Kann doch nicht sein. Junge. Regt einfach nur auf sowas. Ohne Witz. Gönn dir einfach Rot. Ja, ja, gut. Ich gebe mir jetzt erstmal den ersten Gegner. Und dann können wir weiterreden. So. Jetzt schnell nach Hause. Nee, ich mach jetzt keine Cobweb-Images, dauert mir zu lang.
gut, ist nicht da. Gottes Willen, ey. Aber schaut euch diesen Target an, von Pink. Tell me. Und er denkt jetzt, er könnte eageln, oder was? Puh, er hat eine Rod. Really? Really, Nigga? Ist es dein Ernst? Es ist jetzt nicht sein scheiß Ernst, oder? Dann nehme ich jetzt in Cooper Place, ne? Wie ich ihn halt nicht hitten konnte. Mann, scheiß Tor, Sprint! Fick dich! Ja! Spawn-Trapper halt noch mehr, du häsliger Bastard, Alter. Was kannst du eigentlich? Ja, fick dich. Ich hab Toggle Sprint an, Alter. Das killt mich gerade so dermaßen. Ich kann ihn halt null hitten, ne? Er kriegt auch null Knockback. Ja, er kriegt kein Knockback. Kann dieser Typ mal fliegen? Bitte? Danke, oder so. Aber komm, ey, Alter. Wie arm ist dieser Target, bitte? Bitte, Leute, sagt es mir. Wie arm ist dieser Target? Wie arm. Nix GG, Alter. Ja, für mich vielleicht, aber von dem null. Alter, nee. Zwei Spawn-Traps habe ich jetzt schon überlebt. Zwei motherfucking Spawn-Traps. Und ich werde trotzdem verlieren, diese Runde. Ich sag es euch. Weil irgendein Bastard jetzt in der Zeit wieder, ich hab Gold gesaved. Ein einziger Typ hat jetzt wieder Gold gesaved. Die ganze Runde über. Locker. Ja, verdient. Und jetzt stoppt er trotzdem noch den Kill ab, dieser Bastard. Jetzt kriege ich trotzdem nicht den Kill. Nicht, dass der Kill mir wichtig wäre, aber bei solchen Typen ist es mir einfach wichtig, den Kill zu bekommen. Bei solchen Typen ist es mir einfach wichtig, so einen Kill zu bekommen. Als ob der den gekillt hat. Ja, gut. Das ist jetzt halt richtig arm. So. Der dachte der jetzt wirklich, dass es das Bett von dem Gegner wäre, wo er... Oh Gott. Mein Bett steht aber noch. Aber ich weiß nicht, wo der gelbe, wo das, die gelbe Base ist halt. Das ist halt mein Problem. Auch die ist da wirklich. Und ich habe keinen Weg zu dem. Ich muss mir erstmal den Weg bauen. Ich habe den Kill übrigens trotzdem bekommen. Also bin ich nicht mehr so aggro. Danke Stromausfall dafür. Wenn ich jetzt den Gegner nicht bekommen hätte, weil ich es Eagle verkackt hätte, ne? Nö, Alter. Ich renne über die halbe Map, cross the Map renne ich zu dem. Mein Spawn Trap steht immer noch übrigens, by the way.
Die halbe Map brenne ich zudem. Anstatt mich da unten drin zu vergammeln zu lassen, ne? So richtig dummer Typ gewesen. Alter. Es regt einfach nur noch auf. Es regt einfach nur noch auf, in solche Runden zu gelangen, wo man von rechts und links angegriffen wird. Man baut sich zum linken Gegner und wird von rechts angegriffen. Leute, wie arm ist es bitte? Wie arm? Und dass ich jetzt mit einem Spec spiele, das kann man mir jetzt echt nicht übel nehmen, Alter. Dass er mich speckt, ist mega nett von dem. Und auch, das wird... Ja, er war Mitte, das ist... Der Nachteil, den ich jetzt habe halt, dass ich halt nicht in der Mitte warfe durch diesen tollen Target. Grüße gehen raus an dich, falls du dieses Video siehst, Bro. Nee, Bro nicht. In dem Fall echt nicht. In dem Fall eher... Sorry, aber ganz im Ernst. Falls du dieses Video siehst, ne? Ich möchte eine Entschuldigung, nein. Ich will keine Entschuldigung in den Kommentaren sehen. Ich will einfach nur, dass es die Leute begreifen. Was habt ihr davon? Von diesem Target? Vor allem, wenn ihr dann auch noch verliert, ist es noch viel ärmer. Wenn ihr einen YouTuber targetet, ist es noch viel ärmer, wenn ihr dann noch verliert. Es ist einfach das Ärmste überhaupt. Targeten bis zum Gehtnichtmehr und dann noch verkacken. Ehrlich. Ich hasse es, zu targeten. Ich werde entweder... Ja gut, er stirbt halt auch. Er denkt sich so, ha, Gerechtigkeit. Naja, egal. Es ist trotzdem so. Es ist einfach nur... Es regt auf.